Apple hat soeben eine neue iOS 12 Beta und eine neue tvOS Beta an Entwickler freigegeben, sprich Beta 2 ist jetzt verfügbar. WatchOS wird wahrscheinlich noch etwas dauern, da sich das Ganze da ja etwas verzögert hat. Und ich möchte euch gerne zeigen, was sich jetzt so in der neuen Beta getan hat, was für kleine Änderungen oder vielleicht auch etwas größere Änderungen sich in der Beta befinden. Und damit starten wir direkt nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Beginnen wir zuallererst einfach einmal mit dem Grundsätzlichen. Bisher kann ich sagen, dass die Beta genauso stabil läuft wie die erste Beta. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Vielleicht ist es sogar noch etwas stabiler, etwas smoother, das ganze System. Also es läuft auf jeden Fall immer noch sehr, sehr gut. Wir haben hier keinen negativen neuen Befund irgendwie, dass es schlechter läuft. Das Ganze funktioniert auch genauso gut wie in der ersten Beta. Akku kann man aktuell natürlich noch nicht sagen, ob sich dieser verändert, ob der schlechter oder besser geworden ist. Aber allgemein zur Stabilität und Performance kann ich so in den ersten Testminuten sagen, dass es sehr ähnlich läuft wie die erste Version. Starten wir nun aber auch mit dem ersten richtigen neuen Feature bzw. der ersten Neuerung. Dazu gehen wir einmal in die Einstellung und dann unter den Punkt Bildschirmzeit. Und diese wurde normalerweise direkt hier aktiv angezeigt. Jetzt ist es allerdings so, dass wir hier oben Bildschirmzeit aktivieren können. Und wenn wir das getan haben, dann öffnet sich hier ein Erklärfenster, da wird dann genau berichtet, man bekommt einen wöchentlichen Bericht mit Informationen, wie man eben das Gerät benutzt hat, welche Apps man benutzt hat und so weiter. Und dann hat man eben noch die Möglichkeit, hier auf Fortsetzen zu klicken oder als Elternteil einrichten, also sprich für Kinder. Und dann hat man eben wieder das normale Interface, wie wir es schon vorher kannten. Also wir haben einen neuen Erklär- und Einrichtungsbildschirm. Kommen wir als nächstes zu einer Sache, die halb Bug, halb Feature sein kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in der ersten Beta aussah. Nachdem ich mein Gerät hier neu gestartet habe, ist auf jeden Fall meine SIM-Karte gesperrt und mir wird gar nicht angeboten, dass ich meinen PIN-Code eingeben kann für meine SIM-Karte. Das ist, denke ich, eher ein Bug. Und wenn ich jetzt allerdings in den Flugmodus gehe und dort wieder rausgehe, um jetzt eben meine SIM-Karte zu entsperren, dann kommt dieses Fenster. Und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das unter iOS 12 Beta 1 auch schon so war. Auf jeden Fall habe ich das noch nicht gesehen und ich denke, das ist mehr oder weniger ein neues Feature bzw. eine neue Oberfläche von iOS 12 Beta 2 ist. Werden wir als nächstes einen kurzen Blick in das Kontrollzentrum, denn hier hat sich ein wenig was getan, und zwar haben wir hier jetzt bei der Bildschirmsynchronisierung nicht mehr das AirPlay-Symbol, was normalerweise davor war. Jetzt steht hier wirklich nur noch Bildschirmsync und dann abgekürzt, und wenn wir das Ganze dann öffnen, dann haben wir hier den komplett ausgefüllten Namen und auch das AirPlay-Logo. Dieses wird eben jetzt hier nicht mehr angezeigt. Keine Ahnung, ob Apple das noch wieder zurückbringt oder ob sie es jetzt wirklich so lassen, so ganz schlicht. Das hat sich auf jeden Fall in der zweiten Beta ein wenig geändert. Kommen wir als nächstes zu einer Designänderung, die sich in den Einstellungen findet, und zwar unter dem Punkt Batterie. Und wenn wir das Ganze jetzt öffnen, dann sehen wir ja ganz gewohnt hier den Stromsparmodus und eben den Batteriezustand in der Beta-Version und hier eben den letzte 24 Stunden und letzte 10 Tage Batterieverbrauch. Und hier sehen wir jetzt eben den Batteriestatus in einem neuen Interface. Das Ganze war vorher nicht in diesen ganz kleinen Erhebungen, sondern eher so wie hier unten. Und das hat sich hier jetzt eben geändert, dass Apple das Ganze ein wenig vom Design verändert und angepasst hat und das Ganze jetzt hier etwas detaillierter aufgelistet wird. Weitere Neuerungen, Features oder Änderungen sind mir aktuell noch nicht aufgefallen. Ihr dürft mir aber gerne, wenn euch was weiteres aufgefallen ist, das in die Kommentare schreiben, und ihr findet auch in der Infobox weitere Informationen. Falls sich da noch etwas ändert, werde ich das gerne ergänzen. Ich habe im Internet noch gelesen, dass die Animojis und Memojis etwas ruckeln sollen in der neuen Beta. Das konnte ich jetzt aktuell in einem kurzen Test noch nicht bestätigen. Auch das könnt ihr mir gerne aber unten in den Kommentaren bestätigen. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen, würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.